Dann ganz liebe Grüße zum dritten Festivaltag. Es ist mal wieder so weit, anders hat es nicht kommen können. Wo bin ich denn angekommen? Am Stand von Burgschneider. Und wer foltert mich hier konkret? Ich bin Nils, ich komme von einem Theaterverein, die gerne mit Burgschneider zusammenarbeiten und Labverein. Wir sind mit dem Burgschneider-Stand zum ersten Mal hier und stellen so die Firma Burgschneider als Gewandungshersteller und Eventhersteller oder Eventfirma vor und was Lab eigentlich so ist. Lab steht erstmal für Live Action Roleplay und das kann man sich vorstellen, als würde man einen Kinofilm nicht nur angucken, sondern als wäre man mittendrin in dem Film. Genau. Und vielleicht, wenn ihr das erste Mal hier seid, wie gefällt euch diese Art von Festival? Ich meine, ihr seid ja sicherlich in eurer Szene sonst große Sachen gewöhnt. Wie ist das für euch hier? Also Elbenwald-Festival ist super. Man ist eine sehr geile Mischung wirklich aus allen Genres, was irgendwie Nerdtum angeht. Und auch LARPer sind meistens aus dem Nerd-Bereich, haben meistens alle Pen and Paper gespielt. Deswegen ist auch cool, dass wir direkt an der Pen and Paper-Bereich hier anschließen. Also wir finden es super hier. So, und ich bin sicher, du bist so freundlich, dass du mich heute irgendwann hier rauslässt, oder? Ja, irgendwann. Okay, kannst du mich nochmal einnebeln? Klar. Ich dachte, ich geselle mich mal zu jemandem, der auch farblich zu mir sehr gut passt. Wir sind beide blau. Sehe ich nämlich genauso. Wunderbar. Stell dich mal kurz vor, wer bist du? Wen cosplayst du heute? Ich bin die Michaela, ich komme aus Erfurt in Thüringen und bin heute Neytiri aus dem Film Avatar. Genau. Richtig, richtig cooles Outfit. Bist du alle drei Tage hier oder nur heute? Ich bin seit Freitag schon hier, genau. Und heute ist ja leider schon der letzte Tag und leider dann schon vorbei. Ich war gestern mit meiner Tochter als Vajana und die Göttin Tefiti da und wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir uns beim Cosplay-Contest anmelden. Nächstes Jahr sind wir definitiv dabei und machen eine richtig coole Show. Ja. Seid ihr jetzt alle drei Jahre dabei gewesen oder ist es jetzt hier dein erstes Mal? Ich hatte meine Premiere auf dem Elbenwald-Festival letztes Jahr und war total geflasht. Also das ist, muss ich sagen, wirklich das schönste Festival und die schönste Convention, die Deutschland zu bieten hat. Kann ich nicht anders sagen. Und zwar ein Muss, dieses Jahr wiederzukommen, auf jeden Fall. Ich habe mich eigentlich am meisten darauf gefreut, alte Bekannte wiederzutreffen und neue Gesichter kennenzulernen. So eine Convention ist eigentlich immer wie so ein kleines Familientreffen. Inzwischen haben wir wie so eine kleine Szene hat sich da entwickelt. Wir kennen uns alle, fiebern sozusagen immer schon drauf hin, wer trägt welches Cosplay, verfolgen die Fortschritte sozusagen beim Basteln, beim Bauen und so weiter. Und dann freuen wir uns einfach immer, wenn wir uns alle wiedersehen. Also deswegen mehr braucht es gar nicht. Natürlich ist das Surrounding hier auch toll. Bands sind toll und genau, ja, also es gibt so viel, was man hier erleben kann von den Workshops und so weiter, aber dazu kommen wir meistens gar nicht. Man fühlt sich einfach so frei und man ist nicht in seinem sterilen Alltag und kann einfach mal völlig durchdrehen und es ist einfach nur total schön. Ja. Sehr schön, dann wünsche ich dir heute noch ganz viel Spaß und ja, dann hoffentlich nächstes Jahr auch beim Cosplay Contest mit dabei zu sehen. Auf jeden Fall. Jedes Jahr aufs Neue toll hier hinzukommen. Die Leute sind super lieb, super freundlich. Das Gelände ist einfach wunderschön. Einfach so verwunschen und selbst wenn hier viele Menschen langlaufen, man verliert sich trotzdem irgendwie, man kann sich in Ecken setzen und ist einfach toll. Und die Leute sind urigst lieb. Ne? Früher war man so als Vollnerd, ne? Wir sind alt genug, kennst du das vielleicht auch, weiß ich nicht. Genau. Sollen das? dass man da noch so ein bisschen außen vor war und hier wird es einfach so zelebriert und das ist so ein Miteinander und ein sich feiern, sich gegenseitig feiern und wirklich, also ich habe hier kein böses Wort bis jetzt gehört. Die Leute kommen vorbei und feiern es. Wir machen irgendein Dönekins gefühlt eigentlich, weil man hat gerade eine blöde Idee, man hat Bock drauf und die Leute kommen vorbei und feiern es. Jeder macht mit, das ist schön. Und was wünscht man sich mehr? Einfach Leute, die offen sind für alles und die mit uns zusammen Spaß haben, wir mit denen Spaß haben und ja. Toll. Ein altbekanntes Gesicht und ein neues Gesicht, Jasmin, richtig schön. Erstmal zu dir, du warst ja letztes Jahr schon mit dabei, allerdings auch natürlich beim Cosplay Contest. Dieses Jahr auch? Leider nein. Aber wäre noch mal eine Variante vielleicht fürs nächste Jahr, oder? Definitiv. Ich hatte mich auch beworben, aber die 10 Besten wurden ausgewählt. Du heute als Jasmin, als was warst du gestern unterwegs? Ich war mit meiner Mama als Vajana und Tefiti. Dein erstes Mal in diesem Jahr oder bist du tatsächlich auch schon letztes Jahr hier gewesen? Naja, tatsächlich habe ich dieses Jahr erst so richtig angefangen mit Cosplay und dadurch ja auch dann das erste Mal heute beim Elbenwald. Ich komme aus Erfurt und ich bin 14. Was war für dich das Highlight beim diesjährigen Elbenwald-Festival oder kommt es vielleicht auch noch? Auf jeden Fall die Zeit hier zu genießen, Fotos zu machen, kleinen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ja, und einfach die Leute hier zu begeistern. Auf jeden Fall, man kann tragen, was man will, solange es jugendfrei ist und einfach so sein, wie man ist, so wie man sonst eigentlich nicht sein würde vielleicht. Und heute wird fleißig beim Cosplay Contest aber zugeschaut und für irgendjemanden die Daumen gedrückt. Wie sieht's aus? Ja, tatsächlich, meine eine Freundin Alina ist diesmal auf der Bühne dabei.
Was cosplayt sie? Alina Starkov aus Shadow and Bone. Ja, sehr cool. Dann euch noch heute ganz viel Spaß hier und ja, wir sehen uns sicherlich nochmal. Durchgeschwitzt vom Nerfgun-Zocken, aber ich habe jemanden ganz berühmten gefunden. Wen darf ich denn präsentieren? Einer, den Druiden. Sehr schön. Ja, wir haben uns schon am Freitag gesehen, da warst du ein Wikinger, ist das richtig? Ja, ich wechsle manchmal meine Berufung. Und je nachdem, wie ich halt Lust habe, mache ich dann ein bisschen was mit der Natur oder ich hau Schädel ein. Sehr schön. Wie gefällt dir das Festival bisher? Es ist bombastisch. Mega viele Leute, super lieb. Ich habe noch nie so ein harmonisches Festival erlebt, ehrlich. Ich habe jetzt eine ganz kleine, süße Maus getroffen. Dachte ich, die frage ich einfach auch mal, wie es dir heute hier gefällt. Wer bist denn du, Mausi? Helene Kammer. Kommst du aus Cottbus? Ja. Erzähl mal, wie findest du es hier auf dem Festival? Super. Es ist wirklich sehr toll. Meine Mama hat mir den Ring gekauft und ich habe den Zauberstab hier gebastelt. Dann haben ich und Mama Pommes und Burger gegessen und Quarkhäulchen gegessen.